Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Train Sim World. Ja, wir sind mal hier unterwegs mit einem etwas älteren DLC. Ihr könnt schon sehen hier, ne, so sieht das Ganze aus. S-Bahn Mitteldeutschland. Ah, das gute alte Zeit, wo das Ganze anfing mit Train Sim World. Und ja, ich dachte mal so, weil wir das noch gar nicht hier bei uns auf dem Kanal haben, werden wir uns jetzt dementsprechend das Ganze jetzt nachholen und werden jetzt mal kurz hier einsteigen und wir werden erstmal die Türen auf der linken Seite entriegeln. So, wo war das? Jo, hier. Lass mal die Fahrgäste einsteigen. So, Richtungswende ist vorwärts. Licht an bitte. So, muss das sein? Ja, genau. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich weiß, hat eine Weile gedauert, bis wir mal wieder Train Sim World hier starten. Wie gesagt, durch den ganzen Systemwechsel, was muss das Ganze natürlich erstmal wieder installiert werden, wieder eingerichtet werden und so weiter und so fort. Wisst ihr ja, habe ich ja schon im Train-Simulator erzählt. Und ja, Schienensimulatoren sind ja bei uns in letzter Zeit ein bisschen nebensächlich geworden, tatsächlich. Also nicht so straßenbahntechnisch, aber so S-Bahn, Regionalbahn und so weiter. Das wollen wir jetzt natürlich jetzt nachholen, alles, das, was wir jetzt so in der letzten Zeit jetzt verpasst haben. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle natürlich direkt weiter. Dürfen natürlich das Ganze nicht mehr verlernen hier mit PZB und alles so drum und dran, ne? Ja, denn ich will mich ja natürlich schon lange aber sicher vorbereiten für das S-Bahn-Addon, was ja im Laufe des Jahres ja noch erscheinen soll. Es wird großartig. 17.15. Wollen wir noch warten? Alles klar. Warten wir halt noch. So. Müssen wir rangehen, wollen wir hier gleich einen Screenshot schießen. So, wundervoll. Aber das nehme ich auch. Ja, ich glaube, zuletzt gezeigt auf Microhazard TV. Das ist nun schon. Boah, ist eine ganze Weile her. So, verriegeln Sie die Türen. Alles klar, machen wir Tür zu. Und Krepin, nächste halt. Und jetzt erfahren würdest, das ist großartig. Thank you. So, Leute. Endlich. So. Wundervoll. Und ja, sind wir wieder on Tour. Das geht immer von alleine aus. Aber Überwachung 85. Wollen wir jetzt ein bisschen beschleunigen hier. Natürlich einen straffen Zeitplan hier. Das 60 galt doch jetzt uns, oder? War auf der rechten Seite? Ja, siehst du? So. Perfekt. Ja, dass der Train Sim World da ein bisschen hinterher hinkt immer so. Wenn die Signale kommen, müsste er das ja sofort runterspringen. Macht er hier nicht in dem Falle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, das ist sicher mal wirklich. So, 120. Oh, da kommt ja schon unser erster Halt, Krepin.
Und dann können wir eigentlich schon wieder langsam in die Bremsung gehen hier. So, dann alles einsteigen. Wundervoll. Gut. Ja, also Transom World finde ich von allen aber auch am besten, muss ich sagen. Ich habe jetzt, habt ihr ja gesehen, die Woche kam ja noch Train Simulator. Nichts gegen den Train Simulator, aber irgendwie fühlt sich das halt mega alt an, ja. Das ist halt noch eine alte Generation. Ich hoffe, dass sich hier Transom World wirklich richtig, richtig noch irgendwann durchsetzen wird, dass die Massen dann halt dann auch wirklich zu Transom World wechselt. Ja, das wäre natürlich eine coole Sache. Ach, so, warten Sie bis 19:30 Uhr. Tür können wir trotzdem schließen, was soll's. Wir müssen nicht mehr einsteigen hier, die Leute. Ja, was soll das? Ja, ist schon hübsch, der Zug. Ist schon hübsch. So, 19:30 Uhr, Abfahrt. So, 2,1 Kilometer. Nächster Halt Wolfen in Bitterfeld. 120 dürfen wir ja noch. Wundervoll. Dann drücken wir auf die Tube hier. Maximal Leistung. SIFA bestätigen bitte. Puh. Dann haben wir nämlich wieder Transim World und Train Simulator. Wie gesagt, beim Train Simulator muss ich halt immer gucken, was man da mal so Spannendes fahren kann, dass da halt auch irgendwie das noch nicht Content ist, den wir bereits schon hatten. Das ist halt mega schwer. Did. 17:23 soll man da sein. So, räumen wir jetzt hier eigentlich ganz gemütlich rein. So wie es sein soll. Ich finde, er bremst halt mega, mega schlecht. Das ist mir damals halt schon aufgefallen. Ist so zeitverzögert irgendwie gefühlt bremst halt. Nicht rauchen. 160 km/h. Schade. Doch, jetzt können wir hier so richtig schön lospaffen hier. Ja, alles einsteigen. Rein, rein, rein mit euch. Sieht nach Regen aus. Guckt mal nach oben. Beeilt euch. Ah, dieses ganze Setting, das sieht einfach großartig aus. Wahnsinn. Schade, warum die das halt so auf der Konsole nicht bekommen haben. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Gerade die PlayStation 4, die hat so viel Power. Ja, da wäre es doch eigentlich möglich gewesen, da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ich habe ja die PlayStation-Version ja hier. Die hatten wir uns ja bereits auch schon angeguckt gehabt und so. Aber das Ganze sieht so, so nicht hübsch aus. Das ist so verpixelt.
Also ich meine, sogar der Bus-Simulator hat das deutlich besser hinbekommen, ja, auf der Konsole. Aber der Titans and Worlds, gerade der, ja, der halt wirklich von der Grafik her eigentlich profitiert halt, von der guten Performance, von der Grafik halt, ja, da hätte man deutlich mehr rausholen können auf der Konsole. Und es ärgert mich, dass man da die Chance irgendwie verpasst hat. Ich hoffe, dass sie das Ganze noch nachpatchen, nachfixen oder sowas. Da geht noch mehr. Also spätestens zur PlayStation 5-Generation sollte da auf jeden Fall mehr drin sein, ja. Also wenn Dovetail Games da wirklich dran ist und weiterhin supporten möchte für Konsolen und so, dann müssen die da echt sich ranklotzen. Also das sah echt nicht hübsch aus. Ich dachte, wo ich das erste Mal gesehen habe, nee, das kann jetzt nicht sein, oder? Ich habe jetzt mit so einer absoluten Grafikpracht jetzt gerechnet, ja, und dann erwartet mich dann halt sowas. Unglaublich finde ich das Ganze, unglaublich. So, 30, komm, Abfahrt. So, 120, ja. Achso, wir durften sogar schneller fahren als 120. Interessant. Ja, Sifa. Ach, diese Sifa, wirklich. Die gibt mir auf den Senkel immer. So, nächster Halt. Jesnitz. So, 70. So. So, perfekt. Gar nicht, wann wir hier sein sollten. So. Das hier halt, dieses freie Bewegen, ja, das ist grandios, wirklich. Also ich bleib ja weiterhin der Meinung, dass Trains and Words sich irgendwann halt komplett durchsetzen wird, halt, wenn es halt wirklich sich für alles öffnet. So wie beim... Wow, wir sind einfach mal komplett gefühlt einfach 11 Level gestiegen. Alles klar. So, wie soll die Tür schließen? So, na denn.
Ja, schön, schön. So, bist du halt Ragun? So pünktlich, so muss das sein. Ohne Wenn und Aber. Erstaunt, wie gut das läuft halt. Gespräch kein Fenster auf, scheinbar nicht. Nee, will nicht. Also, wo der damals rauskam, Alter, ich war hin und weg gewesen. Das war so großartig. Es war so großartig. So, das ist halt Marke. Das war auch extrem komische Namen, immer wirklich. Ach Mensch. Müssten wir auch echt mal nochmal alles hier ins Wuppertal da und sowas uns nochmal anschauen. Ja, das sind so diese Simulatoren, die mir dann halt richtig viel bedeuten. Ich meine, ich weiß nicht, an den 3-Simulator komme ich persönlich nicht so wirklich 100% ran. Weiß nicht, das ist Geschmackssache. Echt. 3-Simulator ist gut, ja, keine Frage, aber irgendwie nicht halt meiner. Weiß nicht, das war bei Transom World von Anfang an schon anders gewesen. Aber mein Gott, ich bin ja auch noch ein Urgestein hier, ne, mit Microsoft Train Simulator. Da kam sowieso nie irgendwas ran an den Microsoft Train Simulator. Auch wenn er heute so alt ist und leider nicht mehr funktioniert so hundertprozentig, finde ich immer noch schade, dass GOG endlich mal gar nichts da macht. Ich muss mal eine Umfrage starten. Die bei uns auf dem Kanal hier, die mich hier unterstützen wollen, mal. Damit wir alle einfach mal auf GOG schreiben, die sollen endlich den Microsoft Train Simulator fertig machen für Windows 10. Das wäre großartig.
Das wäre richtig, richtig großartig. Zwar hat man halt den neumodischen Standard hier drin nicht, ja, diese PZB, SIFA und sowas. Aber das hat es damals einfach nicht gebraucht, halt, gefühlt, ja. Es war damals so, so episch gewesen. Ach, diese gute alte Zeit, wirklich. So. Diese gute alte Zeit. Naja, jedenfalls müssen wir uns jetzt halt mit den Train Simulator oder den Train Simulatoren von Dovetail Games. Meine Trains wird wahrscheinlich leider niemals rankommen irgendwie. Das ist natürlich schon sehr, sehr schade. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Gibt halt diese Simulatoren und diese Simulatoren, aber wie gesagt, Trains hat zwar seine eigene Fanbase, aber diese Fanbase, die ist halt doch relativ überschaubar, sage ich mal, wenn man sich immer so die Leute jetzt anguckt, die hier so den Train Simulator so abgründig lieben. Und dann spaltet sich das Ganze halt auch noch mit Train Sim World, ja. Also Train Sim World hat wahrscheinlich einen ganz, ganz kleinen Anteil. Ja, also ich sehe nicht so viele Leute Train Sim World spielen wie den Train Simulator. Absolut überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ist wahrscheinlich der Unterschied bei den Strecken oder so, bei den Streckenvielfalt oder sowas. Oh, jetzt wird das hier wieder nicht so los. Keine Zeit hier. So, nächster Halt, Dessau Süd. In 7 Kilometern, da haben wir natürlich jetzt so gut Zeit, ja, eine gute Strecke. Und die SIFA knallt mir wieder ins Ohr. Schon wieder Kollegen hier unterwegs hier. Scheint ein enger Fahrplan zu sein hier. Ja, also so sieht es halt aus, ne? Und so hat halt jeder seine Vorlieben, Lieben zu den ganzen Simulatoren halt. Kann auch. Einige können auch echt nicht verstehen, warum OMSI halt zu meiner Lieblingssimulation gehört. Ja, das kannst du den Leuten einfach nicht sagen halt, ne? Warum und wieso das Ganze halt so ist. Es ist halt einfach so, ja? Und so war es damals bei dem Microsoft Train Simulator gewesen. So ist es jetzt hier bei Train Sim World. Wie gesagt, ich find persönlich Train Sim World deutlich besser als den Train Simulator. Könnten ein paar mehr Strecken sein, klar, ne? Da ist, glaube ich, jeder dafür. Aber das, was man hier zumindest hat, ja, das ist eigentlich schon absolut überwältigend, ja. Aber an dieser Streckenvielfalt zu einem Train Simulator, da wird der Train Sim World auch in 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht rankommen. Aber muss man halt leider so hinnehmen, ne? Das ist halt. Und dann versucht man hier halt dann halt gefühlt einfach so jeweils immer eine deutsche Strecke pro Jahr rauszubringen oder zwei deutsche Strecken, dann zwei amerikanische Strecken und so weiter und so fort halt. Ja, naja. Wir werden das Stück schon schaukeln.
bloß nicht zu schnell werden hier. Aber ja, es ist halt irgendwie ein bisschen. Ich finde, das ganze Menü mittlerweile ist echt unübersichtlich geworden beim Trainingssimulator. Klar, ich habe bestimmt schon jedes DLC einmal gespielt und sowas. Ja, das zeigt mir auch an, dass wir es gespielt haben. Aber irgendwie weiß ich nicht. Sind mir manchmal auch die Aufgaben einfach zu lang. Ja, ich habe nicht die Zeit, mich manchmal so für 90 Minuten an eine Aufgabe zu setzen. Das kriege ich nicht hin. Das ist bei Trainsel World da ein bisschen anders. Das, was ich einfach anfangs ein bisschen bemängelt habe, kommt mir jetzt eigentlich zugute. Dass die Aufgaben hier relativ kurz sind hier in Trainsel World. Die Türen entriegeln, bitte. Dankeschön. Ja, und wie gesagt, also von daher, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so in die Kommentare posten. Was seid ihr denn so der Typ? Seid ihr auch der Typ Train-Simulator, Typ Trains oder sowas? Typ Trainsim World, ne? Die drei Simulatoren sind es ja nun mal. Ja, denn haut's in die Tasten, schreibt's mal unten rein. Warum zum Beispiel auch? Mich würde mal auch brennend interessieren, warum gerade diese Simulation euer Favorit ist. Ja, das wäre natürlich eine coole Sache. Trains habe ich mich auch versucht ranzusetzen, bin ich nicht rangekommen, ganz ehrlich. Das ist mir halt zu viel amerikanisches Setting, ja, bei Trains. Das finde ich halt schade, da gibt es ja kaum deutschen Content. Seitdem du lädst da den Mod-Hub das runter, aber der Mod-Hub, da musst du bezahlen für, dass du halt eine schnelle Internetverbindung hast, damit du schnell runterladen kannst. Ray. So, nächster halt Dessau Hauptbahnhof. Ja, genau. Und da hast du halt nur amerikanische Content drin. Finde ich furchtbar. Es gibt wohl eine deutsche Strecke, die bin ich aber noch nicht gefahren, weil mich das halt, dieses ganze System halt einfach mega nervt in Trains. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, ja. Ich meine, da kannst du auch Straßenbahnen fahren, keine Frage. Ja, da gibt es halt auch so Mods und sowas, wo du Straßenbahnen fahren kannst. Aber dieses ganze. Du musst bezahlen und dann diese teilweise echt lächerliche Steuerung. Es sieht hübsch aus, keine Frage. Aber ich weiß nicht, also da komme ich zum Beispiel nicht ran. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, ja, was bist du denn? Ja, genau, das möchte ich jetzt mal von euch wissen. Warum gerade diese Simulation so euch so mega, mega gut gefallen. Deswegen schreibt es in die Kommentare, mich würde das halt mal brennend interessieren. Ja. Vielleicht auch mal mit eurer Lieblingsstrecke zum Beispiel. Was ist eure so absolute Lieblingsstrecke für die jeweiligen Simulatoren? Ja, dann haut's in die Tasten. Das wäre für mich halt auch mal interessant. Aber wie gesagt, an den Train-Simulator wird leider nie bei mir jemand rankommen. Mit 60 dürfen wir weiter. Und da geht's noch weiter. 50? Oder was sehe ich da? Ne, 60 weiterhin. Genau, jetzt kommt 60. Denn Dessau Hauptbahnhof ist, glaube ich, Endstation.
mich jetzt nicht alles täuscht. Wundervoll, Leute, wundervoll. So, 500 Hertz Magnet springt an. Ja, mit ein paar Minuten Verspätung kommen wir rein. Schande. Die ganze Zeit lief's gut, weißt du? Die Türen entriegeln. Und ich glaube, damit haben wir auch Ende der Fahrt erreicht. Leute, schreibt in die Kommentare das, was wir so jetzt ein bisschen bequatscht hatten. Würde mich brennend interessieren, halt, wie gesagt. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns jetzt demnächst hier wiedersehen zu einer weiteren Train Sim World Train Simulator Folge. Oh, das ist immer ein bisschen jetzt eine kleine Überraschung. Aber zumindest die Fahrt, die lief doch ganz gut heute. Warten wir jetzt auch auf unsere Auswertung. Zielvorgabe erfüllt. Höre ich gern. So, aussteigen. Alles klar, wir steigen aus. Feierabend, Leute. So sieht es halt aus. Und wir genießen jetzt unser Wochenende. Deswegen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder oder spätestens morgen zu der ÖPNV-News. Also unbedingt wieder einschalten. Ich freue mich. Bedanke mich. Sage Tschüss, Leute. Bis Danny.